Ihr habt es euch gewünscht. Im Video 99er Ronaldo oder 99er Messi haben wir es geschafft, den 99er Ronaldo zu ziehen. Seitdem keine Chance auf den 99er Lionel Messi. Ich habe nochmal 100 Player Picks letzte Woche gezogen und gesagt, das sind meine letzten Player Picks. Aber ihr kennt mich. Ich kann da einfach nicht aufgeben. Deswegen boom. Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute 45. Digga, 45, 95 plus Shapeshifter-Picks am Start. Und wenn da kein Messi rumkommt, dann werde ich immer noch nicht aufgeben. Ich werde noch weiterziehen, vielleicht nicht in dem Video, aber wir lassen uns überraschen. Ich habe da meinen ganzen Verein reingehauen, habe jetzt kaum noch Münzen, habe dafür ewig gebraucht. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass ich den jetzt hier, wenn ich den jetzt hier in dem Video ziehen sollte, dass ich den dann in 10 Minuten gezogen habe. Mittlerweile steckt im Projekt 99er Messi so viel Zeit, da kommst du nicht mehr hinterher. Es ist unfassbar. Deswegen, wir starten rein. 45 Shapeshifter Player Picks. Es ist der Wahnsinn. Gekostet haben die natürlich so um die 4 bis 5 Millionen Coins. Das ist der absolute Wahnsinn. Messi kostet nämlich nur 2 Millionen Coins. Und sollte der jetzt hier nicht in 45, 95 plus Shapeshifter Picks sein, werde ich noch eine Weile ein paar 10x85 Plus Packs ballern. Und ein Video wird auf jeden Fall noch kommen zu FIFA 22. Und spätestens in dem Video werdet ihr dann darüber, ja, Bescheid wissen, ob ich ihn am Ende des Tages gezogen habe oder eben nicht. Wir gehen rein. Mittlerweile habe ich auch 2 Cristiano Ronaldos gezogen. Heute Morgen, ich habe heute Morgen wieder 4 Stunden 10x85 Plus Packs gezogen. Einfach so, offstream, ohne Video, ohne gar nichts. Und ja, ich habe wieder einen 99er Ronaldo drin. Das ist unfassbar. Und dann habe ich einfach 4 Stunden, beziehungsweise 4 bis 5 Stunden diese Player Picks gemacht. Es war ein absoluter Horror, wirklich. Wie lange ich dafür gebraucht habe, das kannst du keinem erzählen. Es macht natürlich jetzt Spaß, die Dinger zu öffnen, gar keine Frage. Das Problem ist einfach, meine Freunde, ich habe halt jede Karte, absolut jeden Shapeshifter, 95 plus, befindet sich in meinem Verein. Mir fehlt nur noch dieser Lionel Messi. Ich habe am Wochenende sogar Marcelo und auch Ginola gezogen. Jetzt ziehen wir hier einen weiteren Kanté. Viele von euch haben mir geschrieben, dass der Kollege zum Beispiel auch noch in eurer Sammlung fehlt, der gute Kanté. Der ist auch extrem schwer zu ziehen. Ginola ist meiner Meinung nach mit am schwierigsten zu ziehen. Habe ich, wie gesagt, jetzt auch geschafft. Aber der gute Messi lässt auf sich warten. Wieder Di Natale. Habe ich heute auch wieder Kommentare gesehen, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, dann macht es gar keinen Sinn. Aber es hat mir auch einer geschrieben, Di Natale ist die einzige Karte, die dem Kollegen noch fehlt. Also es ist unfassbar. Wir sitzen da alle im selben Boot, habe ich so das Gefühl. Alle Karten zu ziehen ist wirklich ein unfassbar schwieriges Projekt. Ich will es auf jeden Fall noch irgendwie hinbekommen. Wenn nicht jetzt hier in dem Video, dann hoffentlich in den nächsten 1-2 Tagen. Und dann gibt es noch ein Abschlussvideo von mir zu FIFA 22. Digga, wie viele Di Natale will ich jetzt hier eigentlich bekommen in dem Video? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wie viele Packs haben wir denn noch? Wir haben noch 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wir haben schon wieder 15 Stück back. Es ist zu krass. Es ist zu krass. Abedi Pelé ist am Start. Wieder ein Son wäre dabei gewesen, der natürlich auch sehr, sehr stark ist. Gönnen wir doch den 99er Messi und wehe, ich ziehe jetzt hier nochmal einen 99er Cristiano Ronaldo. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich habe ihn zwar nur zweimal gezogen, aber es tut auch einfach weh, so einen 99er Cristiano Ronaldo in eine SBC zu knallen. Ribéry ist auch am Start. So langsam sammeln wir hier auch wieder jede der guten Karten. Ribéry, Son, Kanté sind am Start. Aber dieser Messi, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich weiß es wirklich nicht. Wir machen weiter. Timo Werner. Komm schon, Junge. Es kann nicht wahr sein. Wir machen weiter mit einem 96er Hazard. Und damit gehen wir rein in die letzten 24 Stück. Das heißt, wir haben jetzt ja, noch knapp die Hälfte. Beziehungsweise, ja, whatever. Alphonso Davies. Du kriegst den einfach nicht über diese Player Picks. Ich weiß nicht, wie man den ziehen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Ding ist, eine Karte habe ich auch nie gezogen. Und das ist der 97er Team of the Season Mbappé. Der ist auch gefühlt genauso schwierig zu ziehen wie der Messi. Diesen Abedi Pelé, den bekommst du hinterhergeworfen. Das ist der Wahnsinn. Wirklich. Ich werde jetzt hier auch gleich alle Duplikate reinknallen in weitere 95 plus Shapeshifter Picks. Wirklich, ich werde nicht aufgeben, Jungs. Ich werde nicht aufgeben, ich will ihn. Walker, das erste Mal hier im Video am Start. Auch eine sehr schwer zu ziehende Karte. Habe ich mittlerweile auch, aber wie Sand am Meer gezogen. Heung-Min Son ist am Start. Die Picks werden immer weniger. Und ja, das Selbstbewusstsein auf diesen Messi sinkt auch mit jedem Pick.
komm schon. Weil wäre das erste Mal, glaube ich, auch hier im Video am Start. Wir gehen wieder mit einem Sergio Ramos. Langsam wird's eng mit den Picks. Langsam wird's eng. 95er Pick, der war gar nichts. Wir gehen mit Madison. Und ja, Jungs, was soll ich euch sagen? Schreibt mir in die Kommentare auf jeden Fall, was für Karten euch noch fehlen, wenn ihr auch gerade noch dabei seid, die zu grinden. Man kann auch nur noch bis Ende der Woche das Ding durchziehen. Dann laufen nämlich die ganzen SBCs ab und dann war es das mit Projekt FIFA 22. Und dann geht's rein in FIFA 23, wo ich mich natürlich auch extrem drauf freue. Und jetzt geht's hier rein in die letzten 12 Player Picks für Lionel Messi, 99. Komm schon, Junge. Ich bin Cristiano Ronaldo Fanboy Messi, aber du bist hier wirklich herzlich willkommen in meinem Verein. Die letzten 10 Picks sind am Start und Digga, wir werden den nicht ziehen. Es ist der Wahnsinn, wie viele Coins und wie viele Arbeit hier wieder reingegangen ist. Wir sehen hier auch keinen Ronaldo, wir sehen keinen Ginola, wir sehen keinen Marcelo, der gefühlt auch unmöglich zu ziehen ist. Aber habe ich mittlerweile auch dreimal gezogen. So, die letzten Picks sind am Start. Alphonso Davies. 6 Picks noch, Jungs. Komm schon. Das wäre einfach nur sowas von nice, den zu ziehen. Abedi Pelé 98. Ich will ein Full First Owner Endteam haben. Das ist nach wie vor mein absolutes Ziel. Aber es sieht schwierig aus. Ich bin ehrlich mit euch. Ich glaube mittlerweile fast nicht mehr dran. Rashford, die letzten 3 Picks. Wir gehen rein. Let's go. 97er Cordoba. Vorletzter Player-Pick. Es ist unfassbar. Vorletzter Player-Pick. 98er Ribéry. Und der letzte von 45 Shapeshifter-Picks. Wir gehen rein und ziehen gar nichts. Moin, Meister. Es ist unglaublich. Alle Duplikate hier am Start. Ich gehe mal hier einmal kurz raus. Ihr seht, ich habe nur noch 184.000 Münzen. Ich bin absolut am Ende. Absolut. Und wir haben 3 Ribéry gezogen. 3 Son, 1 Kanté, 2 Rashford, 3 Hazard, 5. Also, es ist unfassbar. Ich würde sagen, ich mache noch ein paar Picks. Wir sehen uns gleich wieder. Let's go. So, Jungs, ich habe jetzt alle 45 Karten bis auf einen Ramos nochmal in die SBC geknallt. Habe da 5 Stück rausbekommen, habe aber nur Silberspieler reingeknallt, weil ich halt auch wirklich nichts mehr im Verein habe. Deswegen, wir probieren es jetzt nochmal mit 5 Picks. Also, da sehe ich jetzt auch nicht die größte Hoffnung drin. Aber egal, irgendwann wird es doch passieren, oder? Wir gehen rein mit einem Timo Werner. Ich werde jetzt nur verschiedene Karten nehmen, damit ich das dann auch nochmal in irgendwas anderes knallen kann. Wobei, ich bin echt kurz davor, einfach gleich alles abzustoßen. Dann weiterzumachen mit den 10x85 Plus Packs. Abedi Pelé ist am Start. Wir ziehen den letzten Pick. Und haben nochmal gar nichts. Nice. Dann würde ich sagen, ohne Spaß, weg damit. Ich kann es nicht mehr sehen. 10x85 Plus Packs müssen richten. Aber hier muss ich vorher erstmal über 100 Packs wegziehen, weil ich halt über 50 Shapeshifter Packs gemacht habe. Ciao Leben. Und das Ganze werde ich schnell am Handy machen, weil da geht es einfach am schnellsten. So, dann geht's rein, zurück ins Projekt Messi. Alle Packs wurden verzogen. Ich habe sogar nochmal Walker Shapeshifter gezogen. Tradable, also echt ein paar nice Karten. Rein da. Wir wollen Messi. Moin, Meister Marcelo. Den habe ich auch wirklich lange gebraucht. Mittlerweile ziehe ich ihn das 4. Mal, Alter. Wo soll das noch hinführen? Ich habe jetzt schon wieder eine Stunde Packs gezogen. Jungs, erstmal das letzte Pack. Dann wird natürlich hier bei mir beim nächsten Tag weitergemacht. Für euch geht es ganz normal weiter im Video. Außer wir ziehen jetzt Messi. Nee, natürlich nicht. Nächster Tag. 3, 2, 1. Let's go. So, Jungs. Der nächste Tag ist angebrochen. Ich werde jetzt weiter 10x85 Plus Packs ziehen, bis er kommt. Lionel Messi, ich will ihn unbedingt haben und wir hören vorher nicht auf. Wir sehen uns erst wieder, wenn irgendwas passiert. Let's go. Alter, Mbappé, Jungs, den hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Das ist sehr, sehr nice. Der hat mir auch noch gefehlt auf der Liste. Junge, Junge, ich glaube, mir fehlt jetzt wirklich nur noch Messi. Aber Mbappé ist auf jeden Fall schon mal nice. Aber der Traum von Messi, er geht weiter. Komm schon, ich war jetzt schon wieder 2 Stunden am Ziehen. Es ist geil. Erledigt, Jungs. Es ist passiert. Ich fass es nicht
Jungs, insgesamt 7 Stunden habe ich heute wieder gezogen. Über die letzten Tage habe ich auch Stunden verbracht, um den Typ zu ziehen. Wundere dich übrigens nicht, ich bin hier auf der PS4-Version. Ich habe auf der PS5-Version mittlerweile auch einen SBC-Bann bekommen. Aber ihr seht hier, das Ganze ist echt. Es ist Lionel Messi. 7 Stunden heute nonstop gezogen, von 9 bis 16 Uhr. Es ist der Wahnsinn. Das ist auch mein Account. Ihr seht hier oben Road to Glory. Und ich würde sagen, der beste Beweis überhaupt. Ich habe übrigens auch einen Messi hier auf der Transferliste. Den habe ich gekauft, falls ich ihn nicht mehr ziehe. Aber ich habe ihn ja jetzt gezogen. Der Beweis, dass es mein Account ist. Ihr wollt es bestimmt noch mal hören. Cristiano Ronaldo Foot Birthday. Ich habe ihn First Owner. Genauso wie Messi und Ronaldo sind eingetütet. Morgen gibt es mein letztes FIFA 22 Video. Ich hoffe, ihr seid am Start. Checkt hier gerne auch noch ein aktuelles Video ab. Kann ich euch empfehlen. Ich bin raus für heute. Ich gehe erstmal was weiß ich was machen. Macht's gut, haut rein. Ciao.